Am 22. Mai war Wandertag. Über 1000 Wanderungen fanden quer durch ganz Deutschland statt. Dieser Tag gehört zur weltweiten Kampagne zum Jahr des Waldes. Im Mittelpunkt der Wanderung steht das gemeinsame sportliche Naturerlebnis. Was ist denn so toll am Wandern? Wir haben zwei Wanderexperten befragt. Das macht unheimlich Spaß. Wir sind unterwegs in der Familie meistens mit unserem Sohn zusammen, mit Bekannten, mit Freunden oder auch mal ganz allein. Und man bewegt sich an frischer Luft in der Umgebung, wo man wochtags halt wirklich nicht hinkommt. Und man lebt richtig auf. Also es tut nur gut, es macht mir auch Spaß, da mit den anderen in meinem Tempo zu wandern, durch die Gegend zu laufen, Gegenden kennenzulernen, die ich sonst nicht so sehe. Selbst direkt vor meiner eigenen Haustür. Also ja, einfach was zu sehen, wo ich sonst halt nicht die Zeit und die Muße dafür habe. Wo ich einfach jetzt mir die Zeit nehme, gemütlich durch die Gegend laufe und ja auch mal einfach nur einen Vogel beobachte oder eine Pflanze mir anschaue. Also ich sehe Sachen, die ich sonst einfach nicht beachte und ich merke, das tut mir richtig gut. Ich muss nicht, um mich sportlich zu betätigen, unbedingt in einem Wettkampf mich engagieren. Ich kann auch Wandern so gestalten, dass ich einmal so richtig abgekämpft wieder zurückkomme, wenn ich da Wert drauf lege. Ich kann aber einfach auch den Tag genießen, morgens raus, wenn die Sonne gerade aufgeht, wenn die Vögel noch schön zwitschern und dann so richtig erholt zurückkomme, mich zur Brotzeit hinsetze und sagen, das ist ein richtig toller Tag. Wer Lust auf einen Wanderausflug hat, die Wanderfreunde Steinhöring nehmen sie gerne mit. Glücklich sein, Wochenende und Sonnenschein.